Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed und wir sind aus Florenz geflohen. Okay. Und weiter geht's. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. In die Richtung. Okay. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja. Hatten Sie. Toskana, 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. So. Sicheres Geleit. Maria und Claudia zur Villa. Villa Auditore in Monteregioni eskortieren. Natürlich werden wir das annehmen und auch tun. War schon schrecklich. Da haben sie voll einen Bruder gehangen. Vielleicht 10 Jahre alt, 8 Jahre alt. So kommt. Was ist das? Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja. Und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was ist ungeschehen? Dir keiner mehr helfen kann. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Okay. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Stopp ihn! Boss, Jerry, der Feigling. So, alle in den Rücken gestochen. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario. Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel.
Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Okay. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Tod einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage. Wir zerfallen das Ding. Hier sieht's aus, alles grau. Ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Okay. Dann gehen wir mal zum Markt. Wenn man das Markt nennen kann. Ist alles verfallen und alles grau. Was ist los hier? Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht. So. Vielleicht ein anderes Mal. Dolch und Stiefel sollen wir hier kaufen. So, ein Dolch. Gekauft. Bitte kommt wieder. Halt. Ja, ja. Und Lederstiefel. Na gut. Empfehlt uns an eure Mehr gibt's Freunde. Hier noch nicht. Mal doch. Was ist hier vorne noch? Lagt euch etwas, Freund. Apothekenbedarf. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser fühlen. So, gibt's hier noch irgendwas? Der hat dicht gemacht, der hat dicht. Braucht ihr medizinische Hilfe? Okay. Ja, mehr gibt's hier nicht. Ist kein Schneider, kein gar nichts.
Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Nun gut. Was haben wir hier? Modell. Montregioni. Ja, eine richtig kleine Stadt. Also, in der Villa oben sind wir jetzt gerade. Groß ist nicht. 100, 200 Einwohner vielleicht. Wenn überhaupt. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, ben fatto. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Na gut, müssen wir ja annehmen. Bleibt ja uns nichts anderes übrig. Was andere Missionen haben wir ja nicht. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge. Also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Codex? Okay. Sollen wir tanzen? Du, vieni a prendere. Das ist ein Kampf. Okay. Jetzt kommen wir provozieren. Wir können Seitenschritt machen. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Ist hier Tag oder Nacht? Ist es Tag oder was? Den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in wenn ein Feind ausgeschaltet ist. Sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. Non amo, che mi si faccia aspettare. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso, Templer. Das heißt Vieri. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Was, wenn ein Gegner aufgeschaltet ist? Und Moment mal. Das kapiere ich jetzt gerade nicht.
Modus auffällig. Okay. Aber da kann ich doch nichts machen. Was durchgeführte Fluchten. Okay. Kompliziert. Das werde ich mir definitiv nicht merken. Was? Braucht ihr die... Okay. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Zu Mario gehen, dann gehen wir mal zu den Mario. Mal sehen. Also bis jetzt ist es ja wirklich nur einseitig. Man Onkel! Kann sich ja. Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Nun gut. Dann. Die ist echt runtergekommen, die Hütte. Was ist los? Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Okay. Gesammelte Federn in der Truhe in... Ah, okay, hier kann man jetzt Federn deponieren. Was machen wir denn?
Einer. Klasse. Super. Das ist super. Okay, dann schießen wir mal los. Alter, es ist helllichter Tag. Seht euch mal die Gassen hier an. Frisch gefangene Igel. Mord. Okay, mal gucken, wo es uns jetzt hin verschlägt. In die Toskana, San Gimignano oder was auch immer. Natürlich reiten wir dahin. Warum? So, kleinen Augenblick. So, wir sind da. Okay, da stehen ein paar Söldner. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da. Schauen wir doch mal. Hier ist ein Aussichtspunkt. Machen wir mal frei. Entschuldigung. Ich habe irgendwie was im Hals oder so. Ich weiß auch nicht. So, synchronisieren wir mal. Decken wir ein bisschen was auf hier. Von der Map. Gut. Alles klar. Schauen wir mal auf die Map hier. Wollen wir jetzt die Mission starten? Hier hinten hätten wir noch einen Aussichtspunkt. Ja, ein paar gibt's hier. Das ist jetzt auch keine große Stadt. Das ist nur auch so eine. Also, das ist jetzt vergleichbar mit Monteriggioni, oder? Ah, gut, nicht ganz. Naja, besser? Oder? Nee. Okay, ja. Bevor wir Veri auf zur Leibe gehen. Oder beziehungsweise Veri werden wir dann in der nächsten Folge zur Leibe gehen. Ja, uns rächen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.